Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Produkttest von mir für euch. Und zwar darf ich heute etwas testen von der Firma Nivea. Und zwar hat Nivea eine neue Linie rausgebracht für unsere kleinen süßen Babys. Ja, und als Mama ist man natürlich immer sehr besorgt darum, ja, mit welchen Produkten man mal seine Kinder einschmiert und eincremt. Und da ist es besonders wichtig, dass diese Produkte auf jeden Fall parabenfrei sind. Das ist das, worauf ich immer am meisten achte, auf die Inhaltsstoffe, gerade bei den Parabenen, weil diese erzeugen ja auch Krebs und auch erhöhen auch den Östrogenspiegel bei den Mädchen, dass die früher irgendwie, sagt man, in die Pubertät kommen. Bei den Jungs kann das sein, dass es dann auch zu hormonellen Störungen nochmal kommt. Ja, um das alles zu vermeiden, achtet bitte darauf immer, dass diese Produkte grundsätzlich parabenfrei sind. Und die von Nivea sind es und ich durfte sie jetzt testen. Ich habe sie jetzt 4 Wochen lang getestet. Ich würde sagen, ich fange an mit der Pflegecreme für Gesicht und Körper. Diese Pflegecreme finde ich sehr schön, weil sie etwas dicker ist in der Konsistenz, wie eine Creme auch ist. Und sie hat einen sehr feinen Duft, diese feine Nivea-Duftlinie, die man auch schon bereits kennt von den früheren Produkten von Nivea, von den Erwachsenenprodukten. Aber die ist halt nicht so intensiv wie diese Erwachsenenprodukte, ist einfach ein bisschen feiner, ein bisschen leichter, ein bisschen mehr Baby. Auf Baby gemacht und ich finde das sehr schön. Ich habe meinen kleinen Sohn, der jetzt 2 Jahre alt ist, in 2 Tagen, den habe ich jetzt ja wirklich fast jeden Tag, bevor ich rausgegangen bin mit ihm, einfach damit hier eingecremt mit der Pflegecreme und im Gesicht und ja, ich fand die super. Also er hat jetzt auch nicht irgendwie darauf reagiert oder sowas und ist auf jeden Fall auch ohne Alkohol, auch ohne Farbstoffe. Und ich finde diese Creme sehr schön, weil sie leicht aufzutragen ist. Sie zieht sehr schnell ein und das für eine Creme finde ich sehr gut, weil gerade Kinder mögen es ja nicht so gerne, wenn man denen da ins Gesicht rumpatscht. Und ja, das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Eine weitere Creme, die ich ausprobiert habe, ist gerade, wenn es jetzt mal draußen kalt war und es hat geregnet und ja, wir hatten nur so 8, 9 Grad und dann mussten wir trotzdem raus. Dann habe ich ihn mit dieser Wind- und Wettercreme von Nivea Baby eingecremt und die ist auch besonders sensitiv und ja, schützt auf jeden Fall die Hautbarriere. Denn was ich auch wieder sehr gut finde, ist ohne Alkohol, ohne Farbstoffe, ohne Konservierungsstoffe und ja, ist sehr hautfreundlich. Zieht auch doch relativ schnell ein, obwohl das so eine richtig dicke, feste Creme ist. Also ich würde euch das gerne mal zeigen. Ja, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ist auf jeden Fall ein bisschen dickflüssiger und auch fester in der Konsistenz. Aber auf jeden Fall gut, wenn man rausgeht. Eine schöne Wind- und Wettercreme. Kann man auch immer in der Wickeltasche mit dabei haben. Ist klein, kompakt, schadet nicht. Ja, kommen wir nun zum Kleinkindbaden oder zum Babybaden. Und ja, da hat Nivea Baby etwas Tolles auf jeden Fall auf den Markt gebracht, denn ich bin total begeistert von diesem ja, Shampoo-in-Bath-Produkt, denn mein Kleiner liebt das besonders, denn es macht so einen schönen Schaum. Es ist auf jeden Fall auch wieder frei von sämtlichen Zusatzstoffen und Parabenen und auch hat auch keinen Alkohol und so weiter. Und was ich auch ganz toll finde, ist, es macht die Haare so toll. Also es ist ein Produkt für Haut und Haare und der Kerl kriegt davon ein ganz tolles Volumen. Das fand ich voll super. Und die Haare trocknen danach auch besonders schnell. Also ich habe sonst immer von einer anderen Marke habe ich die Babyprodukte immer sehr lange getestet. Und ja, und da musste ich halt immer ziemlich lange föhnen. Und die Haare waren ein bisschen klätschig. Und das heißt klätschig, also ein bisschen platter. Und hier sind die schön fluffig, schön voluminös und die sind sofort trocken. Und das finde ich besonders toll. Und der Kleine hat Spaß, weil es schäumt sehr schön. Und es duftet herrlich nach dieser wieder feinen Nivea Baby Duftmarke. Gefällt mir sehr gut. Parallel dazu gibt es auch nochmal ein extra Haarshampoo, ein extra mildes Haarshampoo für die Haare. Habe ich auch ein paar Mal ausprobiert. Fand ich jetzt nicht so mega super, weil mein Sohn hat sehr feines Haar. Aber es ist besonders gut geeignet für, sagen wir mal, für vielleicht Mädchen oder Jungs, die besonders dickes Haar haben und vielleicht sehr lockiges Haar haben und man möchte gerne, dass sie ein bisschen feiner fallen, dann kann ich das ja auf jeden Fall empfehlen, weil es macht doch die Haare ein bisschen, ja, ein bisschen platt, finde ich. Und das wollte ich jetzt nicht bei meinem Sohn, weil er eh schon so feine Haare und ja, muss ja nicht sein. Aber es ist trotzdem ganz toll, es riecht super, es ist ganz fein in der Handhabung, super sparsam, also ich brauchte jetzt auch nicht so viel, also man sieht ja, ich habe die Sachen jetzt 1 Monat getestet und die sind ja noch bis auf die Feuchttücher fast alle noch gleich voll. Ja, jetzt kommen wir zum nach dem Baden und da muss das Baby ja eingecremt werden oder das Kind und ja, das
finde ich auch wieder herrlich, wie es duftet, wie es riecht. Und dann riecht der Kleine auch ganz lange danach. Und wenn er an mir vorbei huscht, dann rieche ich immer noch diesen Duft von Nivea. Mag ich besonders sehr gerne, weil mit Nivea bin ich auch irgendwie aufgewachsen. Es ist einfach aus dem Duft, der hat mich auch durch die Kindheit begleitet, durch das Erwachsenwerden. Und ich selber habe auch 10.000 Nivea-Produkte zum Abschminken, Gesichtsreiniger und so weiter. Und ja, es ist eine 24-Stunden-Feuchtigkeitspflege fürs Kind. Und ich finde die super, zieht sehr schnell ein, man kann das Baby sofort anziehen und die Sache läuft rund. Wenn man ein bisschen mehr möchte und abends dem Kleinen eine schöne Massage antun möchte, dann nimmt man noch ein bisschen von diesem Babyöl, von dem Pflegeöl. Duftet auch fast komplett neutral. Also es riecht eigentlich nach fast gar nichts. Noch nicht mal, also hat nur einen Hauch von diesem typischen Nivea-Duft und auch super sparsam. Also ich glaube, ich komme mit diesem Öl über ein Jahr, also mal mindestens ein Jahr hin. Dazu muss man sagen, alle Produkte sind 12 Monate haltbar, steht hinten drauf. Also finde ich eine Babymassage auf jeden Fall dieses Öl. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist einmal das Nivea Baby Nasenfrei. Nivea Baby Nasenfrei. Das sind 24 Ampullen A 5 ml Kochsalzlösung. Und es eignet sich besonders auch, wenn man mit dem Kind, wenn es vielleicht erkältet ist oder wenn es morgens aufwacht und hat verklebte Augen, verklebte Nase, voller Sekrete, dann, ich habe das hier schon mal aufgemacht, bei meinem Noah konnte ich es nicht austesten, weil er lässt das einfach nicht zu. Da rennt er weg, der wehrt sich, findet er doof, ne? Der denkt, was ist das denn jetzt? Aber bei kleinen Babys eignet sich das besonders gut, weil die wissen ja nicht, was da auf einen zukommt. Und ich habe das hier aufgemacht. Also man kann das hier einfach hier so aufdrehen, also diesen Deckel abschrauben und das Tolle ist, man kann das hier sogar nochmal mit verschließen, wenn man das einfach umdreht. Das finde ich besonders super und man kann es auch so hinstellen, ne? Also es fällt dann nicht um. Ja, und dann kann man das einfach, ich habe das an mir selber getestet übrigens, einfach in die Nase einträufeln, wie eine Art Nasendusche, dass das gut portioniert. Es ist auch nicht so prickelig wie die anderen typischen Nasenduschen für Erwachsene, also es ist ein ganz, ganz sanftes Produkt. Wenn das Kind auch stark erkältet ist oder so und es ist voller Sekrete, kann man das einfach auf dem Wattepad aufträufeln und dann ihm damit das Näschen sauber machen oder die verklebten Augen sauber machen. Also das finde ich echt super. Ich freue mich sehr über dieses Produkt. Das ist ja fast schon medizinisches Produkt, aber es ist ja eher so ein physiologisches Produkt. Eine physiologische Kochsalzlösung, so heißt das, ne? Extra sanft. Und ja, ich benutze das jetzt auch selber als Kochsalzlösung für meine Nase und mein Mann auch, weil er ist auch auf jeden Fall Allergiker und das finde ich richtig toll. Nun kommen wir zur Nivea Baby Soft Cream. Das ist eine etwas leichtere Creme. Es ist praktisch etwas zwischen einer Body Lotion, die ja auch für Gesicht und Körper ist, und etwas zwischen der Babycreme, die etwas fester ist, bisschen dicker in der Konsistenz. Das ist irgendwie, ja, so ein Produkt, das würde ich hier dazwischen ansiedeln. Es ist ein bisschen leichter, etwas fluffiger von der Konsistenz. Wer es nicht so dickflüssig mag, der kann das Baby oder das Kind einfach damit eincremen, zieht auch sofort ein. Ich finde das super. Ich allerdings stehe eher persönlich auf so Flaschen, die man besser so portionieren kann, ne? Als mit der Hand oder mit den Fingern so reingehen. Es ist aber genau dasselbe Produkt im Grunde genommen, nur ein bisschen leichter in der Konsistenz, zieht auch super schnell ein und duftet wie immer herrlich nach der feinen Nivea Baby Note. So, kommen wir nun zu den Feuchttüchern von Nivea Baby. Beide haben natürlich auch ja diese feine Nivea Baby Note, diesen tollen Geruch, und es gibt einmal die Sorte Soft and Cream und einmal Fresh and Pure. Ja, ist natürlich Geschmackssache. Ich finde beide riechen fantastisch. Einfach eine schöne, frische Note. Und das macht auf jeden Fall dann Spaß, dann wieder ein bisschen mehr dem Baby den Popo sauber zu machen. Ja, von der Größe her sind die sogar etwas größer als das Konkurrenzprodukt, was man kennt, einer großen Marke. Und ja, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Die sind auch sehr süß gemacht mit einem kleinen blauen Bärchen drauf. Habt ihr jetzt bestimmt nicht gesehen. Es ist auch eine schöne Wabenstruktur. Ich habe die beiden mal aneinander gehalten, habe festgestellt, dass es doch Unterschiede gibt in der Größe, und die von Nivea Baby sind ein wenig größer, muss ich sagen, also ein bisschen länger. Was ich allerdings
super finden würde, ist, wenn diese Tücher, die geben mir das Gefühl, dass sie ein bisschen durchlässiger sind. Also, dass, wenn ich wische, dass sie durch diese Wabenstruktur ein bisschen durchlässiger sind. Und hier bei dem anderen Produkt finde ich, das Tuch ist gleichmäßig gewebt oder hergestellt. Und ja, da habe ich das Gefühl, da kommt nichts durch, wenn ich irgendwie den Popo sauber mache. Auf jeden Fall würde das Nivea Baby Produkt bei mir die Nummer 1 machen jetzt, wenn das vom Gefühl her ein bisschen fester wäre, das Material. Es ist mir zu elastisch. Sagen wir mal so. Aber ich finde es trotzdem super und ich würde wohl darauf ja, zurückgreifen, wenn es vielleicht so diese Struktur hätte von dem hier, weil es ist auch ein bisschen fester. Ja, ja, Nivea Baby habe ich jetzt getestet. Ich bin sehr zufrieden mit den Produkten. Ich werde sie auch auf jeden Fall, kann ich sie problemlos und bedenkenlos weiterempfehlen. Ich freue mich sehr, dass ich diese Produkte jetzt zu Hause habe und wir werden noch sehr lange sehr, sehr viel Freude damit haben. Vielen Dank an windeln.de und natürlich ein ganz großes Dankeschön geht an Nivea nach Hamburg. Moin moin und goodbye. Macht's gut. Tschüss.